Servus Ranja und willkommen zu einer neuen Folge Junge vs. Mädchen. Diesmal machen wir Minispiele und irgendwie es. So Minispiele, ja, ich glaube, so genau, verschiedene und ich glaube, wir können es nicht auswählen, das ist random. Aber ich bin mal gespannt, was dran kommt. Und leider bin ich immer noch im Rückstand. Ich habe zwar letzte Folge aufholen können, aber momentan steht es 5:3 für Tops. Ich hoffe mal, also ich kann es nicht komplett ausgleichen, aber wenn ich jetzt meine und seine Folge gewinne, dann habe ich das Potenzial auf ein 5:5. Träum weiter. Also ich glaube, na, das wird ein bisschen schwer sein bei mir, weil ich bin einfach der Obermega-Total-Skiller. Ja, nein, okay, lass uns loslegen. Oh mein Gott, das ist voll cool. Du hast du das gesehen, dass der Boden sich verändert, wenn du läufst? Ahnung, das ist crazy. Jetzt können wir auswählen, crazy. Glaube ich. Oh, können wir doch auswählen? Ich glaube schon. Dutch Commander MC ist jetzt dabei. Okay, wenn der. Unser Boy, Dutch Commander. Ja. Mein bester Freund. Dutch Commander kenne ich privat. Das ist ein guter Kumpel von mir. Oh Gott, das glauben jetzt noch Leute. Nein, das kenne ich nicht. Ich würde gerne King of the Potato und Mine Diamonds machen. Ja, lass uns das mal machen. Diamond, warte, Mine Diamonds. Diamond Ores, Diamond Blocks and Chests will be spread around the whole map. Okay, wir müssen einfach so viele Diamonds minen, wie wir können. Okay. Was? Oh, lol, hier. Ach, das ist die ganze Lobby. Ah, lol. Zack. Warte mal. Oh. Hä? Du hast mir das Ende genommen. Nein. Doch. Ach, jetzt verstehe ich, das ist die ganze Lobby, glaube ich. Warte, wie mein... Hier, Parcours. Hier ist ein Parcours. Ich bin sehr verwirrt. Ja, du bist... Das merkt man ab und zu. Also, wie viele Diamonds hast du denn schon? Ich habe schon 3. Aber irgendwie weiß ich nicht. Das ist irgendwie... Warte. Ich bin irritiert. Wieso läufst du an den Diamonds vorbei? Hä? Was? Diamonds? Hä? Was? Hä? Ich hab schon 3. Du hast 0. Ich hab 37. Hä? Wieso? Ich hatte aber auch welche. Hä? Okay. Alles klar. Tops ist offiziell einfach nur schlecht. Dann würde ich sagen, auf geht's nächste Runde. Nightmare. Monster werden kommen. Wir müssen so lange überleben, wie wir können. Und wer als letztes noch steht, der gewinnt. Kann ich dich schlagen? Nein, erst nach 2 Minuten. Nach 2 Minuten? Achso. Nach 2 Minuten, wenn keiner von uns tot ist, können wir... Oh mein Gott, da kommen sie. Da ist PvP Pro. Oh, vielleicht sollte ich mich nicht in den offenen Kampf wagen. Ja. Weil ich glaube, wegrennen ist tatsächlich effektiver. Ah, oh nein, da kommt noch einer. Oh, wir müssen doch in den offenen Kampf. Oh mein Gott, boy. Oh mein Gott, so viele. Ah! Oh nein, die kleinen Zombies sind die gemeinsam, weil die rennen so schnell. Ich hoffe, du stirbst, Tops. Ich sehe dich zwar nicht, aber ich hoffe, du stirbst. Von ja, ist böse. Nein. Zack, zack, zack. Okay. Los. Auf geht's durch den Parcours. Boys. Oh Gott, hier kommen noch Slimies. Und noch mehr Slimies. Oh nein. Hallo, guten Tag. Ich hoffe, dass sie mich in Ruhe lassen. Tobias, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ich sehe die ganzen Haufen hinter dir hinterher. Nein, die sind Hexen, nein. Keine Hexen sind. Oh mein Gott, Pillager! Bitte stirb doch! Oh mein Gott, ich bin so gut! Nächste Map! Bis jetzt steht 2-0 für mich. Jetzt will ich King of the Potato spielen. Okay. Potatoes sind giftig, außer eine. Wer zuerst die nicht giftige findet, gewinnt. Wenn du die giftige kriegst, wirst du wieder zurückgeportet. Oder so ähnlich. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hab hier Potato. Okay. Warte mal. Ach, man muss die, Du musst die dann einsammeln. Ja, eine ist halt nicht grün, beziehungsweise nicht giftig. Warte, ich habe, glaube ich, aus Versehen gerade eine giftige eingesammelt. Schon wieder. Ich wollte es eigentlich vermeiden. Oh Gott, warum wollte ich Potato spielen? Das ist ja furchtbar. Das ist der schrecklichste. Die anderen Sachen waren tatsächlich ganz nice, aber ich muss sagen. Oh nein. Oh nein. Oh Mann, hey, wo ist denn die Potato? Ich sehe hier einfach nur die giftigen. Gehen die weg? Wenn du sie eingesammelt hast? Ich glaube schon, da stell ich mir vor so. Oh nein, ich mach das immer aus Versehen. Ich will die gar nicht einsammeln, aber die sind überall. Hä? Ah ja, die gehen weg. Warte mal. Wieso ist jetzt diese Fortnite-Zone hier? Das ist keine Fortnite-Zone, das ist die World Border. Das ist einfach, damit man nicht irgendwo anders hingehen kann. Okay, also, dann haben wir es wenigstens eingeschränkt. Das finde ich ganz gut. Ich habe das Gefühl, das hier ist einfach jetzt luckbasiert, wer zuerst. Genau. Die ist grün, die will ich nicht. Oh nein, ich habe sie doch. Die magnetisieren sich auch einfach zu dir, habe ich den Eindruck. Ist das also korrekt? Ja, wenn du zu nah dran bist, dann nimmst du die automatisch auf. Das ist halt die normale Aufsammelreichweite. Ach, yeah. Ja. Dies ist ärgerlich.
ärgerlichst, könnte man sogar sagen. Okay, das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Ich glaube nämlich... Nee, die ist grün. Kann es sein, dass die irgendwie auf dem Baum drauf ist? Wenn die jetzt auf dem die ist bestimmt einfach irgendwo versteckt, deswegen gibt's ja auch dieses, du wirst in die Mitte der Map zurückgeportet, wenn du es nicht hinkriegst. Ich sage, die ist irgendwo außerhalb und wir müssen da hinkommen, ohne die Potatoes aufzusammeln. Das ist die wahre Challenge hier. Hab ich jetzt mit meinem spielerischen Sinne durchschaut. Nein, ich bin direkt rein, wow. Aber ich glaube die despawnen, oder? Despawnen die? Ja, die despawnen. Ich weiß es nicht. Achso, ja, ja, achso, das habe ich geguckt. Cool. Nice, aber ich mach. Kann ich hier reinschlagen? Du machst mir keinen Schaden. Ja, aber ich kann Tobias! Mann, wo ist das denn? Okay, ich habe eine Theorie. Du hast eine Theorie, okay. Aber ja. Und zwar ist es, dass die Kartoffel, die wir suchen, hier hinten ist. Weil hier hinten kommt man schwieriger hin, ohne Kartoffeln aufzusammeln. Apropos Kartoffeln, ich habe Hunger. Hast du auch Hunger? Nee, ich habe schon gegessen. Jedes Mal, ja, aber ich esse ab und zu auch Kartoffeln. Ab und zu, aber du gehst einfach raus und fällst und klaust bei den Bauern einfach. Ich habe tatsächlich, ohne Witz, ich habe gerade in meinem Kühlschrank gekochte Kartoffeln. Nein, kein Witz. Ich wollte gerade sagen, gehst du raus? Hä, wo ist denn das? Oh, warte, ist das denn? Kartoffeln einfach aus dem Feld und isst die dann roh. Tops. Tops, ich habe sie gefunden. Was? Nein. Nein. Wo bist du? Ich bin gut und du nicht und ich schon. Bam. Ich wusste, dass ihr da im abgelegenen Ort ist und ich bin dahin geeilt und ich habe gewonnen. Okay, es steht 3-0. Kriege ich extra Punkte? Spielen wir Boomball? Die Antwort ist ja. Auf beide Fragen. Jeder kriegt Boomballs und wenn die landen, explodieren sie. Du kannst Chickens aufsammeln, die explodieren auch. Attack the others! Okay, das heißt. Okay, attack the others. Ronja, hallo, guten Tag. Hallo. Was? Oh lol, das lol. Ah, okay, I see. Nein! Heavy! Ey. Wieso? Nein. Weil du nicht zielen kannst. Oh, oh nein. Scheinbar, ich aber auch nicht. Lol! Du wirfst sozusagen das TNT. Ja, du wirfst den Schneeball und dann kommt das TNT. Aber irgendwie. Warte, auf wie viel Leben bist du? Ich bin Hälfte. Du? Oh. Ja, auch ungefähr. Ja, schön, ich, nein! Nein! Hör auf! Wie viel hast du? Wie viel hast du? Nein. Tobias, nein. Wie viel hast du? Nein, lass dich in Ruhe. Bitte sag es mir. Oh nein. Oh mein Gott. Oh nein, jetzt ist langsam kritisch. Oh, jetzt kommt ein Chicken. Das kann ich einsammeln. Für eine extra Explosion. Ronja, kannst du mir einen Gefallen tun und einfach, Hab ich gewonnen? Nein, du. Nein. Ich hab gedacht, das war so eine riesen Explosion, da gewinne ich doch sicherlich. Bin ich von ausgegangen. Oh mein Gott, bitte, bitte hör auf. Wo bist du? Komm. Wie viel Leben hast du noch? Was? Ich hab gewonnen? Ich würde sagen, da habe ich gewonnen, oder? Oder willst du noch eins machen? Dann spielen wir jetzt noch Anvil Attack. Anvils and some fireballs will start falling from the sky and you'll probably... Okay, wir weichen den Dingern aus. Wir weichen den Ambossen aus. Und wir können uns hauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist laggy. Oh mein Gott, ist das laggy. Lass uns nicht Anvil Attack spielen. Was? Oh, genau. Deswegen, wir haben 5 Runden eingestellt gehabt. Lol. Genau, jetzt steht auch da, dass ich rechtmäßig gewonnen habe. Lol, okay. Ich würde sagen, dann steht es jetzt hier mit 5-4. Was haben Sie zu Ihrer Niederlage zu sagen? Ich habe dich gewinnen. Ja, ich kenne deinen Nachnamen nicht. Die Leute haben gesagt, lass doch Ronja mal gewinnen, sonst ist das ein bisschen unfair, weißt du? Er lügt, wir vorproduzieren gerade, das sieht man daran, dass ich immer das gleiche trage. Es kann doch niemand was gesagt haben. Lüge aufgedeckt. Ach komm, Ronja, naja gut. Ich meine, irgendwo muss hier mal... Einwandfrei. Nein, aber falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst ein Like in den Kommentaren da. Falls ihr auch schon mal, wie heißt es? Pixel Party. Falls ihr auch schon mal Pixel Party gespielt habt, dann schreibt mal, welches Minispiel davon ihr am liebsten mochtet. Und genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.